Hallo und schön, dass du da bist bei Zeichne dich schlau. Lass uns heute gemeinsam eine kleine Fantasiereise machen. Mach es dir auf deinem Platz bequem. Such dir eine für dich angenehme Position aus. Atme tief ein und lass die Luft aus deinem Bauch ganz langsam wieder heraus. Mach das nun ein paar Mal und spüre, wie dein Bauch sich hebt und wieder senkt. Du darfst gerne deine Augen schließen. Alles, was um dich herum passiert, stört dich nicht. Du bist ganz bei dir und hörst gut zu, denn gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise in den Zauberwald. Wir betreten den Wald. In einem prachtvollen Grün erstrahlen die Blätter der Bäume. Die Sonnenstrahlen, die es durch die Baumkronen schaffen, zeichnen kleine Lichtungen auf den Boden. Das Moos und die Gräser leuchten in den verschiedensten Grüntönen. Wir setzen vorsichtig einen Fuß vor den anderen und spüren den weichen Waldboden. Es duftet nach warmer Erde. Der Wind streicht sanft durch die Blätter. Der Wald ist magisch. Die Magie des Waldes fließt durch uns hindurch. Sehen können wir niemanden, doch wir wissen genau, wir sind nicht allein. Scheue Tiere wie Reh, Fuchs und Hase verstecken sich im dichten Unterholz. Der Wald ist voller Leben. Die Bäume im Zauberwald erzählen uns jahrhundertalte Geschichten. Leicht berühren wir die Baumrinde. Sie fühlt sich rau an. Unter einem Ahornbaum lassen wir uns nieder. Wenn wir leise sind und lauschen, können wir hören, wie er uns seine Geschichte zuflüstert. Sie ist wie ein Lied, das uns leicht hin und her schwingen lässt. Stellen wir uns vor, wie kleine Waldelfen von einer Waldblume zur nächsten hüpfen. Sie sind die guten Geister des Waldes und beschützen ihn. Sie sind achtsam und gehen sehr vorsichtig mit den Pflanzen und Tieren um. Die Elfen leben in kleinen Blumenkelchen, die sich in der Nacht verschließen und ihnen Unterschlupf bieten. Tagsüber toben sie umher und hinterlassen Glitzerstaub wie kleine Perlen auf den Blumen und Gräsern. Unter dem Moos der Bäume sehen wir kleine Türen. Sie sind so groß wie mein Daumennagel. Wer mag dort wohl leben? Das weiß niemand so genau. Es können nur die Hüter des Waldes sein, die darauf schauen, dass die Natur so bleiben darf, wie sie ist. Wir atmen einmal tief ein und dann wieder aus. Wir fühlen uns verwurzelt. Wie einer dieser vielen Bäume.
Hier gehören wir hin und hier möchten wir bleiben. Bei all der Magie, dem Zauber, der Ruhe und dem inneren Frieden. Hole noch einmal tief Luft und öffne deine Augen. Beweg deine Beine, kreise deine Handgelenke, strecke dich einmal. Und nun bist du wieder da. Wie war deine Reise in den Zauberwald? Hattest du ein Bild vor Augen? Wenn ja, dann male oder zeichne es. Lass deinen Gedanken freien Lauf und bring dein Bild zu Papier. Wenn du möchtest, dann schicke mir dein Bild. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.